Geschmeidige Bewegungen, aufreizender Hüftschwung und ein bezauberndes Lächeln. Wichtige Voraussetzungen für eine Cheerleaderin, aber längst nicht alles. Für die 200 Bewerberinnen, die es in die Cheerleader-Gruppe des zweimaligen Super Bowl-Champions Baltimore Ravens schaffen wollen, zählt jede kleine Bewegung. Nicht nur auf, sondern auch neben dem Feld. Es wäre einfach unglaublich, auf dem Feld vor so vielen Zuschauern und einem der besten Teams der NFL zu tanzen. Die ersten Schritte sitzen schnell. Doch das ist lange noch nicht ausreichend. Viele hier sind Neulinge, aber selbst die derzeitigen Cheerleader erhalten keinen Freifahrtschein. Auch sie müssen sich jedes Jahr neu beweisen. Hier sind einige Mädchen, die in einer fantastischen Verfassung sind. Sie wollen deinen Platz einnehmen und sind bereit, ihn sich zu holen. Man muss beweisen, dass man es wert ist, wieder genommen zu werden. Anders als viele andere NFL-Teams haben die Baltimore Ravens ein gemischtes Cheerleading-Team. Den Männern kommt eine unterstützende Rolle zu. Sie helfen vornehmlich bei den Würfen und Hebefiguren. Die Ravens haben ein Stunt-Team und ein Tanzteam. Wir im Stunt-Team werfen die Mädchen in die Luft, drehen sie und fangen sie dann wieder auf. Für all diese akrobatischen Aktionen, die man sehen kann, sind wir zuständig. Während die Frauen im Tanzteam ihre Schritte perfektionieren, werden die Stunt-Mädchen zur Seite genommen, um mit den Männern zu proben. Die Hebefiguren funktionieren bei den einen schon sehr gut, bei den anderen noch nicht. 50 Plätze gibt es im gesamten Team. Entsprechend hart ist der Wettkampf zwischen den Bewerberinnen. Die Wertungsrichter haben klare Auswahlkriterien. Für unsere Gruppe suchen wir Mädchen mit Haltung, einer guten Athletik und guten Fähigkeiten im Tanzbereich. Als Cheerleaderin verdient man nicht viel. Daher haben die meisten aus dem Team nebenbei noch einen Vollzeitjob. Aber um das Geld geht es ihnen dabei gar nicht. Die Ravens sind wie eine Familie. Wir fühlen uns wie Brüder und Schwestern. Es waren bisher 5 tolle Jahre und ich freue mich auf weitere 5 Jahre. Schon bald wird Deon wissen, ob er weiter auf großer Bühne tanzen darf. Anfang April wird das Team für die kommende Saison bekannt gegeben.